Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin für diese Woche. Ein ganz besonderer Tipp kommt heute von unserem Präsidenten Felix Eichhorn, was das Thema die schönste Reise angeht. Viel Spaß! Letzte Woche wurden unsere Gäste umgebucht von einem Flug mit deutschsprachiger Begleitung auf einen Flug mit nicht deutschsprachiger Begleitung. Und immer wenn solche Fälle auftreten, setzt sich unser Care-Team in Bewegung. Diese Woche waren es Claudia, Anja und Daniel, die zusammen nach Hannover gefahren sind, um unsere Gäste dort zu empfangen, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen, mit ihnen zusammen in Flieger zu steigen und dann mit dem Flugzeug nach Mallorca zu fliegen, um sie sicher und wohlbehalten ans Schiff zu bringen. Und dafür möchte ich Ihnen hier mal von der Stelle ganz herzlich danken. Ihr seid für mich meine Stars. Hallo zusammen, wir sind Claudia, Anja und Daniel von eurem AIDA Care. Wir sind hier heute in Hannover angekommen, um unsere Gäste, die mit TUI Fly stehen geblieben wären, in einem eigens organisierten Kreuzcharter zum Schiff zu bringen, dreimal den Mallorca. Flughafen am Schalter, als wir in der langen Schlange standen, auch von Ihnen begrüßt wurden und wussten, da sind noch Leute, die uns unterstützen. Das finden wir sehr schön. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn es Kommunikationsschwierigkeiten gibt, wenn ihr Fragen habt, Ängste, Sorgen, Probleme, immer zu den Kolleginnen hin. Wir sind für euch da. Und wenn man Land und Leute so richtig kennenlernen will, dann bucht man am besten bei uns einen Ausflug. Die Kollegen von AIDA Mar haben sich in Tallinn gemeinsam mit den Kollegen von der Ausflugsplanung mal sowas richtig Spannendes ausgesucht. Man hat mir gelacht. Gucken Sie mal. Herzlich willkommen im Jahre 1983. Wir sind in der tiefsten Sowjetzeit und Brezhnev ist derjenige, der heute hier an der Macht ist. Ich werde euch die schöne Sowjetrepublik Estland zeigen. So, jetzt Schluss mit lustig. Alle eine Linie, bitte. Fräulein AIDA Mar, was machen Sie hier? Ausflug? Nein. Richtige Antwort, Gast der Sowjetunion. Unterrichtsstunde in Kommunikation mit Beamten in Sowjetrussland. Kein Augenkontakt. Kein. Nicht lächeln. Nicht lachen, nachdem man irgendwas in einer fremden Sprache gesagt hat. Schön. Vorsichtig, leicht entzündlich. Leonid Iljitsch Brezhnev. Küssen. Wie nein. Nein. Nee. Er hat abgesoffen Motor. Wir müssen schieben, komm mal. Wenn ich pfeife fünfmal. Alle Gasmasken an, ja? Gasmaske befindet sich vorne beim Fahrer. Übrigens, ja? Katjuscha, ja? Nicht nur Wodka, sondern genannt auch im Zweiten Weltkrieg? Stalin-Orgel. Genau, Stalin-Orgel. Er hat gemacht viel Kopfschmerzen. Dort sehen wir Gefängnis. Da sehen wir AIDA. Hier sind die Kanonen. Der da. Was wir sehen können, 1914 gebaut, kurz vor dem Krieg. Eisbrecher. Eisbrecher, der stärkste, was es auf Ostsee damals gab. Okay, Chef hat gesagt, gib mir Wodka, dann gibt's keine Beschwerde. Ich bedanke mich herzlich. Ich hoffe, Sie können versuchen die Sowjetunion bald wieder. Dankeschön und tschüss. Der Ausflug mit dem russischen Unter- oder Oberoffizier war sehr schön. Wir haben viel gelacht und viel gesehen. Jetzt, wo die Tour erfolgreich vorbei ist, wünsche ich allen viel Spaß, außer den Spionen, die wir ertappt haben, heute Abend bei der Kapitalisten-Show. Tschüss.
Und jetzt wird's so richtig mystisch und magisch. Der Mentalist Harry Scheer war an Bord. Und ich bin weg. Mein Name ist Harry Scheer, ich bin Mentalist. Und es gibt sehr viele Menschen, die behaupten, dass ich Gedanken lesen könnte. Dem ist aber nicht so. Ich habe klassisch begonnen, ich habe Psychologie studiert und seit 15 Jahren bin ich Hypnotherapeut, beschäftige mich also seit über 30 Jahren mit dem Menschen an sich. Willkommen zu Hypnotica. Alles, was Sie heute Abend erleben werden, ist nichts Paranormales. Haben Sie keine Angst. Jeder von Ihnen könnte das, wenn er wüsste wie. Ich lasse meinen Zuschauer Dinge sehen, die für ihn real sind, aber in Wirklichkeit ich die komplette Kontrolle über meinen Probanden habe. Wenn ich dich drum bitte, schließt du deine Augen, okay? Und zwar jetzt. Einmal tief Luft holen, einatmen und ganz langsam wieder aus. Ich möchte nicht, dass die Leute ausflippen, sondern ich möchte, dass sie sich selber Gedanken machen. Gedanken über etwas, das sie vielleicht nicht greifen können. Wie zum Beispiel, gibt es etwas, das ich mit logischem Verstand nicht erklären kann? Ich kann Ihnen nur eins sagen. Nur weil wir etwas nicht verstehen, bedeutet es nicht, dass es nicht existiert. Was ist wohl die tollste Reise, die AIDA im Angebot hat? Ich habe mir gedacht, wir fragen mal unseren Präsidenten Felix Eichhorn. Der muss es ja schließlich wissen. Herr Boris, da muss ich dich leider enttäuschen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe eher das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich finde, gerade mit unserem neuen Katalog gibt es so viele tolle neue Zielgebiete, die wir ansteuern. Und da fällt es wirklich schwer, sich zu entscheiden. Sicherlich gibt es ein paar Highlights, die ich auch dabei habe. Dazu zählt auf jeden Fall die 17-Tage-Spitzbergenreise mit AIDA Luna von Kiel aus. Sehr schön finde ich aber auch die Reise mit AIDA Blue von Palma aus nach Venedig. Wir haben Sie ja vor einiger Zeit gefragt, was Ihre Lieblingshäfen sind, wo AIDA-Schiffe auch unterwegs sein sollen. Und aus diesen Rückmeldungen haben wir viele neue Reisen auch kreiert. Besonders die neuen Reisen mit AIDA Selection, wo wir nach Grönland fahren, nach Mauritius und natürlich die Weltreise mit AIDA Cara sind für mich meine persönlichen Highlights des neuen Katalogs. Oha, da fällt die Auswahl jetzt aber wirklich schwer. Und wenn auch Sie sich nicht entscheiden können, dann gehen Sie einfach auf www.aida.de oder wenden Sie sich an Ihr Reisebüro. Und wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie den Jahreswechsel verbringen sollen, dann habe ich hier für Sie die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in Bangkok und besuchen als erstes Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nachdem wir Singapur verlassen haben, erwartet uns Penang und Kuala Lumpur. Wir machen noch Halt in Ho Chi Minh Stadt und Sihanoukville und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Bangkok. Und zum Schluss wie immer das AIDA-Willkommen-zu-Hause-Gefühl in den schönsten Bildern der Woche. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.